Paris, Stadt der Liebe, Romantik und Träume, sagt man. Das habe ich auch mal gedacht. Aber seit jenem Tag, dem Tag des Mordes, denke ich bei meinem geliebten Paris auch immer an den Tod. Ich liege also zu Hause gerade in der Badewanne, als mein Verleger anruft. Collar, schwing deinen Hintern rüber zum Palais Royal. Sofort. Du musst jemanden interviewen. Und zwar Pierre Cachon. Ja, genau. Den Pierre Cachon. Keine Fotos, also lass deine Knipse zu Hause. Er hat selbst nach dir verlangt. Ausdrücklich. Frag mich nicht, warum. Egal. Könnte eine große Sache sein. Also, wenn er dich anbaggert, nicht vergessen. Immer lächeln. Ja sagen und weiter mitschreiben. Wie charmant und überaus zutreffend. Pierre Cachon ist ein Medienkönig, ein Nationalheld und einer der berüchtigsten Ehebrecher in ganz Europa. Er und seine Frau Imelda sind nur einen Hauch von der Königswürde entfernt. Hey, ich hasse Pantomimen, aber wenn man nicht auf sie eingeht, hauen sie nie ab. Da bin ich also, der Palast des Medienkönigs und der Eiskönigin. Ich klingle und setze damit eine Kette von Ereignissen in Gang, die mein Leben von Grund auf ändert. Ja, was gibt es? Madame, mein Name ist Nico Collard. Ich bin verabredet mit Monsieur Cachon. Kommen Sie rauf, wir sind im ersten Stock. Madame Cachon, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, natürlich. Die Eiskönigin wird ihrem Ruf auf jeden Fall gerecht. Werden Sie beim Interview dabei sein? Mademoiselle, ich weiß nur wenig über die Geschäfte meines Mannes. Und es interessiert mich noch weniger. Ich habe definitiv kein Verlangen zuzusehen, wie er noch eine hübsche kleine Journalistin begrapscht. Hübsch? Das ist zu freundlich von Ihnen, Madame. Ah, die begabte und ausgesprochen schöne Mademoiselle Collard. Ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen. Monsieur Cachon, es ist mir eine Ehre. Oh ja, das glaube ich gerne. Nennen Sie mich doch Pierre, bitte. Das war keine Schmeichelei gerade. Ich war ein Freund Ihres Vaters. Er war ein großer Mann. Mein Vater? Aber er hat nie erwähnt. Wir standen uns sehr nah. Und dann sein Tod. So tragisch. Ich muss... Imelda, deine verdammte Katze ist schon wieder in meinem Büro. Nach einer Ming-Vase zum Teufel, nehme ich an. Entschuldigen Sie mich für einen Moment, meine Liebste. Ihr Journalistinnen werdet auch jedes Jahr jünger. Vielleicht wird nur der Rest der Welt immer älter, Madame. Das war aber keine Katze. Mein Gott! Was? Monsieur Cachon? Er ist tot. Ich muss die Polizei rufen. Sie sollten lieber hier bleiben. Da war ein Mann. Es war dieser Pantomime. Glauben Sie, er... Naja, ich schätze, Selbstmord können wir mal ausschließen, oder? Kein Wunder, dass man sie die Eiskönigin nennt.
Sie wäre sofort die Nummer 1 auf meiner Verdächtigenliste. Wenn ich den Angreifer nicht selbst gesehen hätte. Und wenn mir nicht schon früher ein paar genau solcher Morde untergekommen wären. Einer der wichtigsten Männer Europas ermordet. Und hier stehe ich, Nico Collard, alleine am Tatort. Soll ich auf die Polizei warten oder den Fall selbst untersuchen? Die Antwort ist wohl klar. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer und dieses Mal Baphomets Fluch. Ich habe mir beim Steam Summer Sale das Packet gekauft. Das heißt, ich habe alle 5 Teile, die ich auch gerne einmal durchzocken möchte. Lange, lange ist her. Es ist wirklich lange her, dass ich die mal gespielt habe. Dieser Teil, also Teil 1, ist von 1996, ist in einem Comic-Style und natürlich ein wunderschönes Click-and-Point-Adventure. Und dazu würde ich mal sagen, hauen wir mal rein und starten mal unser Abenteuer. Wie funktioniert das hier? Ziehe den Mauszeiger über den Bildschirm, um interessante Stellungen zu finden, sogenannte Hotspots erkennbar an einem blauen Kreis. Wenn du den Mausezeiger über einen Gegenstand bewegst, mit dem du etwas tun kannst, erscheinen die Symbole der Handlung, die du hier vornehmen kannst. Drücke die linke Maustaste, um die Handlungen zu bestätigen. Klicke auf die Aktentasche, um dein Gepäck zu öffnen und die Gegenstände zu betrachten, die du dabei hast. Das Tagebuchsymbol öffnet das Tagebuch, mit den Fragezeichen bekommst du Tipps zu Rätseln und zur Hilfe zur Steuerung. Und der Schraubenschlüssel führt zum Speichern und Laden von Spielständen und zu den Einstellungen. All diese Symbole findest du unten auf dem Bildschirm. Jo, das war mal ein Tutorial. Und ich bitte darum, wegen der Optik, wie gesagt, ist von 96, genauso der Sound, der scheppert vielleicht mal oder so. Und ja, das wäre, glaube ich, erstmal alles dazu. Dann schauen wir mal, was haben wir denn? Pantomimen und Schusswaffen passen normalerweise nicht zusammen. Aber irgendetwas sagt mir, dass dies kein normaler Pantomime ist. Ich habe diesen Mörder schon mal gesehen und sogar über ihn geschrieben. Der Kostümmörder. Zumindest habe ich ihn so genannt. Okay, dann würde ich mal sagen, hier, was haben wir denn da? Eine meiner Haarspangen. Genauer gesagt, meine Lieblingsspange. Sie muss runtergefallen sein, als ich niedergeschlagen wurde. Okay. Manche Leute ekeln sich davor, Leichen nach Hinweisen zu durchsuchen. Mir macht das nichts aus. Erinnert mich an einen früheren Freund. Carchon wurde erschossen. Was haben wir hier? In seiner Tasche steckt eine Fahrkarte mit dem Aufdruck Bateau de la Conciergerie. Als ich die Fahrkarte an mich nehme, erfülle ich den Tatbestand der Unterschlagung von Beweismitteln. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Okay. Was haben wir hier? Ich schließe seine Augen. Das Mindeste, was ich für den armen Kerl tun kann. Ich öffne seine Augen lieber. Ich sollte den Tatort unverändert lassen. Okay. Haben wir hier sonst... Carchon wurde erschossen. Gut, weiter kann ich hier nichts machen. Okay, was haben wir denn noch hier? Eine Büste von Pierre Carchon, dem bescheidenen Diener der Grande Nation. Ein kleines, rundes Glasstück ist aus der Scheibe herausgeschnitten worden. Das war die Arbeit eines Profis. Ich will mich nicht schneiden und Blutspuren am Glas hinterlassen. Mag sein, dass ich da altmodisch bin, aber ich behalte meine DNA lieber für mich. Okay. Dann, was haben wir draußen? Gehen wir raus? Okay. Der Mörder muss die Leiter benutzt haben, um an das Fenster ranzukommen. Er ist schon lange weg. Wahrscheinlich hat er die Leiter zusammengeklappt, in die Tasche gesteckt und mitgenommen. Okay. Da haben wir noch was.
Das Regal ist voller obskurer Erstausgaben. Da stehen ganze Regalreihen von Titeln, die ich nicht kenne. Was sind wir da? Schon wieder Pierre Cachon. Seine Augen scheinen jeder meiner Bewegungen zu folgen. Gespenstisch. Ja, ein sehr selbstverliebter Mann. Und ansonsten, hier kann ich raus, hab ich. Würde ich sagen, hier kann ich nichts mehr. Dann gehen wir mal raus. Die Polizei kann jede Minute hier sein. Irgendwo hier sind Hinweise auf einen Mörder versteckt und ich muss sie finden. Okay. Ein Louis XIV-Tisch mit einer antiken Spitzendecke. Diese E-Mail da hat Geschmack. Naja, mit einem so stinkreichen Gatten ist das ja auch leicht. Ein Tuch? Ich schätze, die Decke könnte ganz hilfreich sein. Oh, was haben wir denn da? Nicht mal mit dem Fingernagel komme ich in ein so winziges Loch. Dann, huch, um einen Gegenstand auf dem Bildschirm zu benutzen, klicke ihn und halte die Maustaste gedrückt. Zieh ihn dann bei gedrückter Taste über einen Hotspot und lass los, sobald eine goldene Umrandung erscheint. Okay. Wir nehmen ihn, schieben ihn rüber. Aha, Nico, du bist einfach verflucht gut in solchen Sachen. Auf jeden Fall. Und was haben wir da? Statt Imelda zu trösten, durchforste ich ihre Wohnung. Warum? Weil hier irgendwas im Busch ist und ich ein paar Antworten finden muss, bevor die Bullen hier sind. Und außerdem war sie ziemlich unhöflich zu mir. Also hat sie es sich selbst zuzuschreiben. Auf jeden Fall. Finde ich eine super Erklärung. Ansonsten ist hier nichts gut. Was haben wir denn da? Imelda hat Talent, aber das werde ich ihr bestimmt nicht sagen. Da war hier noch irgendwas zu nehmen. Eine Tube Acrylfarbe im Farbton Französisch Ultramarin. Genau die Farbe, die ich für mein Badezimmer suche. Es tut mir leid, ich muss gehen. Jemand ist... Junge Dame, was genau tun Sie da eigentlich? Diese Farbe, das ist meine Lieblingsfarbe. Meine Güte, dann behalten Sie das Zeug von mir aus. Okay, hab ich schon genommen. Ja. Wir können mit ihr reden, dann trösten wir die mal oder befragen sie. Mal gucken, was sie überhaupt zu erzählen hat. Verzeihen Sie, Madame. Ja? Es tut mir leid wegen Ihres Verlustes, Madame. Nein, tut es nicht. Sie sind Journalistin. Journalisten tut nie etwas leid. Das stimmt nicht. Wir werden ja sehen. Warum wollte Ihr Mann mich sehen? Was wollte er mit mir besprechen? Ich habe keine Ahnung. Seine Geschäfte waren seine Sache. Hat er Ihnen nie etwas erzählt? Nein. Und offen gesagt war es mir auch lieber so. Dann fragen wir sie mal. Warum sollte ein Pantomime ihren Mann umbringen? Pierre hatte viele Feinde. Allen voran schon mal die Hälfte aller Pariser Ehemänner. Woher kannte Ihr Mann meinen Vater? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Sie kannten ihn nicht? Thierry Collard? Pierre kannte eine Menge Leute, von denen ich nie gehört habe. Vor allem natürlich Frauen. Das ist ein ziemlicher Coup für Sie, was? Ich nehme an, Sie formulieren im Geiste schon die Schlagzeile. Hören Sie, nur weil ich Journalistin bin... Erzählen Sie mir doch nichts. Ihr seid doch alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Haben Sie überhaupt sowas wie ein Gewissen? Ja. Natürlich. Ja, darum mache ich ja diesen Job. Quatsch. Sie wollen doch nur Ihren Namen auf der Titelseite sehen. Schön wär's. Aber in der Autorenzeile steht mein Redakteur. Ich mache nur die Drecksarbeit. Erwarten Sie jetzt aber bitte kein Mitleid, ja? Die Polizei wird bald hier sein, Madame. Soll ich vielleicht jemanden benachrichtigen? Freunde? Familie? Nein, ich habe keine Verwandten. Pierre und ich waren... Er war alles, was ich hatte. Nicht gerade viel, was? Die ergebene Gattin. Das war meine Rolle. Aber er hat nie was erzählt. Mich nie eingeweiht. Ich weiß nur eines sicher, Madame. Was? Wenn Sie herausfinden wollen, wer Ihren Mann umgebracht hat, dann lassen Sie mich das ermitteln. Nicht die Polizei. Warum? Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ja, weil ich ein guter Mensch bin. Ihr Mann hat mich heute hierher eingeladen, weil er mich brauchte. Ich glaube, er wusste, dass ihn jemand ermorden wollte.
Und er wusste auch, dass ich ihm helfen könnte. Ich bezweifle, dass er es auf ihre gut gebaute Datenbank abgesehen hatte. Sie irren sich. Ich bin sicher, ich war seinem Mörder bereits auf der Spur. Bitte, Sie schulden es ihm. Also ich weiß nicht... Alles, was ich brauche, sind ein paar Minuten, in denen ich mich in Ruhe umsehen kann, bevor die Polizei eintrudelt. Sie haben wirklich ein Gewissen, oder? Ich vertraue so wenigen Menschen. Und vielleicht glaubte Pierre wirklich, dass sie ihm helfen könnten. Was ihn natürlich nicht davon abgehalten hätte, sie trotzdem zu verführen. Hier, nehmen Sie das. Das ist der Schlüssel zum Salon. Neben der Bibliothek am Ende des Flurs. Das war Pierres Zimmer. Ich bin selten da reingegangen. Ich konnte einfach nicht. Ich hatte zu viel Angst davor, was ich da finden könnte. Vielen Dank. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Okay, was haben wir hier? Das Buch blinkt. Police Royale Interview mit Pierre Garçon. Entspannte mich in der Badewanne, als mein Verleger Ronny anrief, bat mich Pierre Garçon, Medientycoon und Weiberheld, zu interviewen, hat mich sofort an die Arbeit gemacht. Unheimlicher Pantomime außerhalb von Charons Apartment. Madame Charon, kalt wie Eis, Mr. Charon, redegewandt und charmant, wird rufgerecht, ging zum Schein auf seine Avancen ein. Geräusch vom herunterfallender Vase, Mr. Garçon eilte hinaus, ein Schuss, eilte hinterher, ertappte Pantomime, der über Leiche stand. Pantomime winkte mich heran, ich kam näher und er schlug mich K.O. Kam wieder zu mir, melde am Boden zerstört, empfinde beinahe Mitleid. Muss der Geschichte auf den Grund gehen, bevor Polizei auftaucht, die große Chance, auf die ich gewartet habe. Imelda traut mir nicht wirklich. Glücklicherweise erlaubt sie mir dennoch, den Mord am Gemahl zu untersuchen. Okay. Wenn jetzt die französischen Wörter nicht korrekt ausgesprochen wurden, werden, wie auch immer, es tut mir leid. Gut. Wir haben jetzt den Schlüssel für das Büro. Dann gehen wir mal darüber. Und gucken mal. Also, sie ist auf jeden Fall, hat sie ein bisschen die Grand Charon. Achso. Die Tür ist verschlossen. Ah. Du musst ja auch den Schlüssel nehmen. Hier. Da kommen wir der Sache doch schon näher. Also seine Ehefrau, die hat schon ein bisschen Herz. So, jetzt sind wir in seinem Büro. Was haben wir denn da? Jetzt ist nicht die richtige Zeit, um mich auf das Sofa zu legen und meine Marie-Antoinette-Nummer abzuziehen. Auch wenn die auf Partys immer ganz toll ankommt. Besonders bei schwulen Jungs. Frag mich nicht, warum. Okay. Dann, was haben wir hier? Wie zu erwarten war, ist auch der Schreibtisch eine unbezahlbare Antiquität. Gähn. Das Löschpapier und das Eingangskästchen sind mit mathematischer Präzision ausgerichtet. Ich brauche kein Blatt Löschpapier. Zumindest kein leeres. Okay. Ich will das Kästchen nicht mitnehmen, aber ich weiß, was ich damit anfangen kann. Okay, also hier können wir noch was machen. Was haben wir denn hier? Mein Herzschlag setzt für einen Moment aus. Es ist ein geschnitzter Elefant. Aber nicht irgendein geschnitzter Elefant, sondern ich weiß, wer ihn geschnitzt hat. Mein Vater. Ich bin sicher. Denn in meiner Wohnung steht das exakte Zwillingsstück, das mein Vater in eine Schatulle geschnitzt hat. Also kannte Carchon meinen Vater. Sie müssen wirklich befreundet gewesen sein. Ich beschließe, den geschnitzten Elefanten mitzunehmen. Ganz offensichtlich bedeutet er Imelda nichts. Okay, hier haben wir gar nichts. Da kommen wir noch später sonst zu. Und den Elefanten stecken wir mal ein. Natürlich. Wir haben den Tatort verunstaltet. Wir haben klauen hier mal ein paar Sachen. Ist ja kein Ding. Hier am Bild können wir noch was machen. Das Gemälde zeigt die Carchons zusammen. Verliebt. Wie der Dichter schon sagt, die Vergangenheit ist ein anderes Land. Oder habe ich das in einem Glückskeks gelesen? Okay. Es gibt ein ganz leises Klicken.